Der Milchmann ist wieder da, so wie früher auf dem Lande. Milch und Milchprodukte sollten auf keiner täglichen Speisekarte fehlen. Wer auf gesunde Ernährung setzt und Wert auf frische Milch, Joghurt und Frischkäse legt, der muss nicht weit fahren. Ihm werden die Lebensmittel direkt ins Haus gebracht. Ein junger Unternehmer aus der Nähe von Angermünde stellt sein Können täglich in den Dienst am Kunden. Die Kuh Resi und ihre Artgenossinnen haben es gut in Schmargendorf. Viel draußen und saftiges Futter frisch von der Wiese. So frisch wie das Futter ist auch die Milch, die der kleine Betrieb im Biosphärenreservat verarbeitet und die er spätestens 24 Stunden danach beim Kunden abliefert. In Schmargendorf ebenso wie in Angermünde, Schwedt oder im Speckgürtel von Berlin. Gerade mal 2,5 Jahre ist Hemmemilch am Markt, seitdem hat sich viel in der Firma getan. Also erstens, wir haben unser Liefergebiet natürlich erweitert. Wir sind natürlich immer bestrebt, den Umsatz zu erhöhen und nur so kann ein Betrieb auch überleben. Und sind jetzt quasi vom Liefergebiet, das nördlichste ist sozusagen Schwedt und das südlichste sind die nord- und östlichsten Randgebiete von Berlin. Dort beliefern wir momentan derzeit ca. 3.500 Haushalte. Der 30-Jährige stammt aus Niedersachsen und hat sich in der Uckermark mit einem Bauern zusammen, der die Milch für die schmackhaften Produkte liefert. In Osnabrück studierte Gunnar Hemmel Landwirtschaft. Seine Erfahrungen kommen nun den Brandenburgern zugute. Der Produzent sieht sich in erster Linie als Dienstleister. Frischmilch mit 3,8% Fett, gestern noch im Kuhäuter, heute schon auf dem Frühstückstisch. Wer für kleine Kreisläufe in der Landwirtschaft sorgen will, muss schnell sein und darf selbst lange Wege nicht scheuen. Und dies täglich aufs Neue. Ein festes Tourensystem schafft Sicherheit und Vertrauen beim Einzelkunden. Die Kühltasche am Haus garantiert, dass die Milch, abgefüllt in 1- und 2-Liter Behältern, auch 6 Tage später noch bedenkenlos genossen werden kann. 50 bis 60.000 Liter bester Milch werden im Monat verarbeitet. Die 7 Festangestellten und 4 Aushilfskräfte handeln nach dem Wahlspruch, nur der zufriedene Kunde ist auf Dauer unser Arbeitgeber. Auch dafür wird das Sortiment ständig erweitert. Wir haben ja anfänglich gestartet mit den Produkten Frischmilch und Joghurt. Dort haben wir jetzt 2 neue Geschmacksrichtungen mit dazugegeben. Was wir jetzt seit gut 1 Jahr haben, ist der Frischkäse und Quark. Und in Zukunft werden wir jetzt noch mit anbieten können ein Erfrischungsgetränk auf Molkebasis. Da sind wir momentan dabei, da verschiedene Versuche zu machen, dass wir auch, ich schätze, in 4 bis 6, 8 Wochen das Produkt soweit stehen haben, dass wir unseren Kunden auch mit anbieten können. Tagesfrische Milch wird so schonend wie nur möglich verarbeitet, das heißt in diesem Falle nur kurz pasteurisiert, der Frischkäse nicht zentrifugiert, sondern nach traditioneller handwerklicher Art geschöpft. Wie der Joghurt auch, enthält er weder Zusatzstoffe noch Konservierungsmittel. Das macht die Produkte aus Schmargendorf bei Angermünde unverwechselbar. Das Marketingkonzept sieht noch mehr vor. Die Milchlinie wird mit Uckercast-Produkten aus der Bauernkäserei Bandelow ergänzt. Ein zusätzlicher Service für den Kunden. Neben der direkten Vermarktung über das Milchmann-System ist Hemmemilch bereits in den ersten Supermarktregalen vertreten. Weitere kleine Zwischenhändler in der Region sollen hinzukommen. Noch beliefern die Kleintransporter hauptsächlich den Angermünder und Schwedter Raum. Doch soll sich auch das ändern. Wir wollen zukünftig uns hier in der Region weiter etablieren bzw. Richtung Süden weiter wachsen. Besonders der Randgebiet von Berlin wird immer interessanter. Aber nichtsdestotrotz, hier oben wollen wir dann Richtung Prenzlau auch weiter vorgehen, Prenzlau-Templin, die Ecke. Dort werden wir allerdings versuchen, speziell an sogenannten Wiederverkäufer ranzukommen. Das heißt Lebensmitteleinzelhändler bzw. Schlachter, Bäcker, die ihr Programm noch erweitern wollen. Zufriedene Kunden werden nicht geboren, sie werden gemacht, heißt es bei Hemme. Und schon verlässt das nächste Auto den Hof. Milch, Joghurt, Frischkäse und alles von Hemmemilch hier um die Ecke. Warum beziehen Sie Ihre Produkte ausgerechnet von hier? Weil es direkt hier vor Ort kommt, weil sie frisch ist, weil sie geliefert wird. Also hat eine Menge Vorteile für mich. Und schmeckt es auch? Schmeckt sehr gut, sehr gut. Was ist Ihr Favorit unter all den Produkten? Eigentlich die Milch, die mögen wir am allerliebsten, aber es schmeckt alles gut. Joghurt, Kirsch, Erdbeer, schmeckt alles sehr gut. Während nur 10 Meter weiter Frischmilch abgefüllt wird, spaziert die Kuh Resi über die Wiese an der kleinen Molkerei und träumt von ihrer Zeit als Milchvieh.
Übrigens, Joghurt aus dem Hause Hemme gibt es neuerdings auch in den Sorten Blutorange, Schokonuss und als Saisonjoghurt für den Sommer Exotik. Die wirtschaftliche Situation in der Uckermark ist nicht die beste. Die meisten Unternehmen haben es schwer, sich über Wasser zu halten. Andere wiederum haben sich am Markt etabliert. Uckermark-Landrat Clemens Schmitz besuchte gestern zwei Angermünder Unternehmen. Zum ersten die Firma Hilzinger und zum zweiten die Firma Hemmemilch in Schmargendorf. Ulrike Beckmann und Siegfried Schwarz berichten. Der Landrat im Terminstress. Nach dem Besuch der Firma Hilzinger ging es für ihn gleich weiter zum Milchmann nach Schmargendorf. Denn hier hat Gunnar Hemme seine eigene Milchverarbeitungsfirma aufgebaut. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb rief der gebürtige Niedersachse 1998 wieder den Milchmann ins Leben. Grund genug für den Landrat, sich genauer über die Form der landwirtschaftlichen Direktvermarktung zu informieren. Wir sind heute zum Wirtschaftsempfang des Bürgermeisters der Stadt Angermünde eingeladen und ich denke mal, es ist ein guter Anlass, dass ich im Vorfeld dieses Wirtschaftsempfang den Tag heute nutze, um mich bei den Unternehmen in der Uckermark umzugucken, um zu sehen, was läuft auf dem Ausbildungsmarkt, was läuft insgesamt mit der Frage Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen. Der Landrat war begeistert von der Zusammenarbeit der beiden Betriebe. Denn dadurch ist es möglich, den Kunden einen absoluten Frische-Service zu bieten. Milch, die heute gemolken wird, ist einen Tag später beim Kunden. Die Milch hat von der Produktion bis zur Verarbeitung lediglich einen Weg von 10 Meter zurückzulegen. Das Geschäft läuft. Momentan werden etwa 2500 Kunden, 30 Kindergärten und einige Großkunden regelmäßig beliefert. Dennoch macht sich Geschäftsführer Gunnar Hemme über die Zukunft Gedanken. Die Räume werden langsam aber sicher zu eng. Die ersten Schritte für eine Vergrößerung hat der Milchmann schon in die Wege geleitet. Ein so gut funktionierendes Unternehmen findet man in der Uckermark nicht überall. Die Wirtschaft benötigt eindeutig einen Anschub. Es ist kein Geheimnis, dass die wirtschaftliche Lage nicht gerade besonders ist, dass wir einfach zu wenig Arbeitsplätze haben, dass wir zu wenig produzierendes Gewerbe haben, die Wertschöpfungsketten sind nicht ausgebildet. Die ganze Struktur in der Uckermark ist ja auch anders ausgerichtet. Wir wissen, wir sind ein Agrarkreis, wir sind landwirtschaftlich ausgerichtet. Das kriegt man nicht mit einem Federstrich geändert. Da muss man lange dran arbeiten, die Verkehrsinfrastruktur, die Bemühungen der Stadt Schwedt, die Bemühungen insgesamt der Städte, wirtschaftliche Strukturen zu entwickeln, aufzubauen und zu stabilisieren. Das sind Jahrzehnte, die man braucht, um so ein Klima und so eine Infrastruktur zu schaffen. Das ist nicht von heute auf morgen machbar. Wir haben da noch einen sehr, sehr langen, schweren Weg von uns. Einen langen Weg haben auch die neuen festen Mitarbeiter der Firma Hemmemilch vor sich, denn die frischen Milchprodukte werden täglich mit 6 Fahrzeugen an die Kunden ausgeliefert. Und vielleicht ist ja auch der Landrat nach dem Besuch beim Milchmann auf den Geschmack gekommen.